Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial hier auf g66.eu bzw. dem YouTube-Channel von G66. Heute möchte ich dir gerne zeigen, wie du dir aus deinen Lieblingspresets ein Live-Preset zusammenstellst. Also ein Live-Preset mit 8 Scenes und meiner Ansicht nach reicht das für die meisten Live-Gigs. Vielleicht hast du dann von diesen Presets 3 oder so für verschiedene Stilistiken. Aber es ist auch eine sehr gute Idee, live nicht zu viele Sounds zu verwenden, sonst wird der Mixer nämlich wahnsinnig, also der Mann am Mischpult. Und wenn du das selber mixt, ist auch nochmal mehr die Empfehlung, wenige Sounds zu verwenden, die sich dann auch durchsetzen, statt für jeden Song einen Spezialsound zu verwenden. Das ist nämlich für live gar nicht so geil, lieber ein geiler Gitarrensound. Wenn du dir mal Bands anguckst, die gut live sind, wie zum Beispiel Extreme, der hat einen Sound, einen Lead-Sound und einen Clean-Sound und Akustik. Das war's. Und das klingt fett. Ja? Der schaltet nicht bei jedem Lied auf den Sound mit der Verzerrer und das. Das macht er nicht. Deswegen, keep it simple, ist da meine Aussage. So, jetzt zeige ich dir aber, wie ich das mache. Und nur als Beispiel benutze ich jetzt mein Soundpack. Das heißt Bands Brot und Butter Sounds. Das gibt es seit kurzem käuflich zu erwerben auf meiner Webseite. Links füge ich unten ein, aber das findest du Bands Brot und Butter Sounds für XFX oder FM3. Die funktionieren für beide Geräte. Okay, aber nur als Beispiel nehme ich das. Und ich möchte jetzt aus meinen Lieblingspresets ein Live-Preset erstellen. Das soll folgende Sounds haben. Clean, Crunch, so ein Rock-Rhythmus-Sound und einen geilen Lead-Sound. Also 4 verschiedene Amp-Models kommen da zum Einsatz, was auch sehr gut passt, denn wir haben 4 Channels für das Amp-Modul und können dann 4 verschiedene Amp-Models in einem Preset verwenden. So, jetzt fange ich mal an und ich nehme jetzt mal ein Preset, was mir gut gefällt. Ich habe gerade erst angeschaltet, deswegen lädt ihr jetzt noch ins RAM die Presets. Nicht wundern, es ist alles mit rechten Dingen. Müssen wir kurz warten, das macht ihr nur einmal und dann sind die im RAM geladen. So, und jetzt nehme ich mal einfach hier meinen Grundsound, den Lone Star. Das ist ein Clean Sound, der klingt so. So, den möchte ich praktisch als Vorlage haben für dieses Live-Preset und dann verschiedene Parameter verändern. Deswegen nehme ich den jetzt hier und sage hier bei Preset, Save Preset to New Preset Number und ich habe hier schon vorbereitet, Bonus Live Preset 2, Save. Ja, wahrscheinlich überschreibt er das jetzt. Nenne ich das nochmal um und schreibe hier Bonus Live Preset. Nochmal richtig. Das speichere ich jetzt schon mal ab. Das ist jetzt auf 415, da ist mein Live-Preset gespeichert. So, den Clean-Sound kann ich schon mal so lassen. Ja. Und zwar möchte ich gerne einen Clean-Sound haben auf Scene 1. Das nenne ich jetzt hier Clean Standard. Dann möchte ich gerne auf Scene 2 und 3 einmal das Ganze mit Chorus und einmal das Ganze mit Chorus und Delay haben. Kompressor habe ich die ganze Zeit eingeschaltet, finde ich ganz cool in dem Sound. Gut, jetzt mache ich folgendes, Scenes, und jetzt sage ich Copy Current Scene to Scene 2. Und dann sage ich nochmal, Copy Current Scene to Scene 3, weil die ja fast gleich sind, bis auf die Tatsache, dass ich Delay anmache und einmal Chorus anmache. So, jetzt gehe ich auf die Scene hier, Scene 2. Die nenne ich jetzt Clean Chorus. Schalte den Chorus an. Hören wir mal. Bisschen weniger Mix und schon stimmt. Und bei der nächsten Scene hätte ich gerne Chorus und Delay. Chorus an, Delay an. Ah, das gefällt mir jetzt hier für den Clean Sound nicht so. Das hätte ich gern das hier. Und das Ganze hätte ich gern leiser. Ich fahre hier paralleles Routing. Das heißt, das Delay wird oben drauf gesetzt. Deswegen ist der Mix auch bei 100.
Und wie laut das Delay im Verhältnis zum anderen Sound ist, also zum trockenen Sound ist, kann ich hier über den Level einstellen. Den mache ich jetzt mal ein bisschen viel leiser. Und noch ein bisschen leiser. Mal auf minus 12. So, jetzt hätte ich das gern noch in einem Tempo. Und zwar auf Achtel. Und das Tempo setze ich mal hier auf 90. Dann ist das Tempo synchronisiert und ich kann es mit dem Tab-Tempo-Regler auch einstellen. Gut, da haben wir schon die ersten drei. Das war jetzt sehr einfach. Keine Angst, es wird noch komplexer. So, wir hätten nämlich jetzt gerne auf Scene 4. Erstmal speichern wir das ab. Ganz wichtig, immer zwischendurch abspeichern. Aber auf Scene 4 hätte ich jetzt gerne einen Crunch-Sound. Nenne ich schon mal Crunch Rhythm. Fertig. So, hier ist Schalten wir aus. Das brauchen wir nicht. Out 2 ist auch, machen wir auch aus. Das erkläre ich später noch. War auch aus. Kompressor auch aus. So, was wir jetzt brauchen, ist der Crunch Sound auf Channel B. Ups, nee, das war nämlich der Kompressor. Wir müssen ja nicht erst den Amp auswählen. So, auf Channel B hätte ich gerne den Crunch Sound. Und der ist zwar geil, aber ich will einen anderen. Und den klaue ich mir jetzt von einem von meinen Presets. Und zwar hätte ich gern dieses Stones Preset, was ich da gemacht habe. Einen kleinen Moment, weil ich jetzt hier wieder gespeichert habe. Muss ich noch einmal einlesen. Und zwar hier Stones. Das klingt so. Genau den Sound hätte ich gern in meinem Live-Preset. Deswegen gehe ich jetzt hier auf Amp, sage bei Channel, ganz wichtig, Copy Current Channel to Clipboard. Der ist jetzt im Zwischenspeicher. Jetzt gehe ich wieder auf mein Live-Preset, wähle hier bei Amp, ja hier, Scene 4 ist angewählt, ganz wichtig, die Scene vorher anwählen, wähle hier Channel B und sage, Paste Clipboard to Current Channel. Klingt noch nicht exakt genau so, aber, oder doch? Denn, was wir noch brauchen, ist genau das gleiche Cap wie bei dem anderen Preset. Wir speichern das jetzt hier mal ab und überprüfen das. Das war die 400, die wähle ich jetzt hier einfach mal an. Geht schneller. So, überprüfen wir, Cap ist auf, genau. Channel B, Division 13, da wir das eben kopiert haben. Übrigens den Cap-Block, den nehme ich bei jedem Preset. Der hat vier verschiedene Caps eingespeichert unter A, B und C. Und die vier verwende ich. Das sind meine Lieblingscaps und deswegen habe ich da immer dasselbe Cap im Prinzip. Und wähle einfach die verschiedenen Channels, wie ich sie mag. Deswegen müssen wir das auch nicht kopieren, denn das ist schon kopiert, als wir eben das Preset kopiert haben. Wir gehen jetzt nochmal auf 415. Bonus Live Preset und gucken, ja, ist genau das richtige Preset ausgewählt. Was hier jetzt noch drin ist, ist ein Drive. Den will ich eigentlich, ne, der war nur versehentlich an. Okay, ist aus, Drive. So hätte ich gern meinen Crunch Sound. Das kopiere ich jetzt auch auf Scene 5. Da hätte ich gern nämlich genau das gleiche, nur mit Chorus an. Klick, klick und der Chorus ist an und ich nenne das Ganze Crunch Chorus. So, nimm mal an, du denkst jetzt, okay, beim Clean Sound war der Chorus geil, hier hätte ich gerne ein bisschen weniger Chorus oder ein bisschen mehr Chorus. Ist nichts leichter als das. Du wählst den Chorus an, sagst hier Channel A, Copy to Channel B, dann wählst du hier Channel B und dann kannst du verstellen, wie du es willst. Zum Beispiel weniger Chorus hier. Fertig.
So, überprüfen wir mal, ob das alles funktioniert. Du kannst übrigens wunderschön die Scenes auswählen hier in diesen Buttons. Oder wenn du hier einfach mal ins Leere klickst, hast du hier unten eine schöne Liste. Ja, Clean Standard. Clean Chorus. Mit Delay. Crunch Rhythm. Und Crunch mit Chorus. Gut, weiter geht's. Ich hätte gern auf Scene 6 einen Rock-Rhythmus-Sound. Eher so ein bisschen traditionell. Und da speichern wir erstmal ab, dass das alles hier. Erstmal hier aus. Übrigens, wenn du das auf allen Scenes aushaben möchtest, kannst du auch hier den Scene Manager benutzen und sagst, okay, diese Graphic EQs, die hätte ich gerne alle aus. Dann wählst du die hier aus: EQ 1. EQ2 hier in der Liste, ja. Und dann sagst du einfach überall Bypass. Klack, 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 klack. Fertig. Überall Bypass. Gut, das noch nur nebenbei. Scene Manager weg. Wir speichern ab. Jetzt hätte ich gern aus meinem Sound Plexi Rock, das ist so AC/DC-mäßig. Das Amp-Model. Wir haben ja gesagt, Cab ist eh immer derselbe Block, nur gucken, Channel C, müssen wir uns kurz merken, also Cab ist auf Channel C und den hier kopieren wir uns raus, gehen wir hier auf beim Amp-Block, ne, auf Channel, Copy Current Channel to Clipboard. Jetzt gehen wir auf unser Live-Preset, das war die 415. Gucken, Channel C ist schon eingestellt. Das ist meistens automatisch eingestellt: AA, BB, CC für die 8 Scenes. Ne? Nur deswegen. Also, ich habe da nichts rumgestellt, das ist nur automatisch so gemacht. Da kann ich dir übrigens auch einen kleinen Tipp zeigen, wenn du das gerne so hättest, dass das AA, BB, CC ist. Wir wählen mal hier ein Cab aus. Dann siehst du hier, wo die Channels gewählt sind hier. Kannst du hier auch hingehen und kannst sagen: AA, BB, CC, DD oder ABCD, ABCD. Und dann macht er das automatisch auf die Channels und du musst nicht alles rumklicken. Super praktisch, wie ich finde. Aber wir wollten den Amp bearbeiten. Und zwar auf Scene 6, unseren Rock-Rhythmus-Sound. Da hätten wir gerne auf Channel C zuerst den Channel auswählen, sonst überschreibst du einen der beiden anderen, die wir eben ja schon konfiguriert haben. Ja? Auswählen, Paste Clipboard. Cap ist richtig auf Channel C schon. Und wir hören uns mal an. Oh, war es an, das müssen wir ausmachen. Das soll ja ein AC/DC-Sound sein. Delay aus. So, das ist wunderbar für, wenn du so ein Top 40-Gig spielst, für alle verzerrten Sachen so. Gut, das ist Scene 6, nennen wir Rock Rhythm. Und speichern ab. Jetzt brauchen wir nur noch Scene 7 und Scene 8. So, das ist von der Konfiguration ja ähnlich wie Scene 6, ne? Erstmal. Diese ganzen On-Off-States hier, die hätte ich gern kopiert, deswegen mache ich jetzt der Einfachheit halber mal hier Scenes, Copy to 7 und warten, Scene, Copy to 8. Da muss ich dann jetzt extra nochmal alles einstellen. Fertig. Jetzt speichern wir wieder das Live-Preset ab. Und als Lead-Sound hätte ich gern meinen Soldano hier. Ob, ich liebe Soldano-Amps. Ich habe mir gerade einen echten bestellt. Okay, das ist der Lead-Sound. Gucken wir mal, Cab ist auch, glaube ich, auf C. Genau, ist auch die Marshall-Box hier. Also nur der Erwähnung, ich habe hier, das ist eine Texas Star, also eine Lone Star Box von Mesa Boogie.
Das hier ist eine schöne Clean Box von Division Divided by 13, heißt die Firma, glaube ich. Dann habe ich hier eine schöne Marshall Box. Und manchmal nehme ich auch die hier, das ist eine Rectifier Box. Ja, die vier Caps sind meine Lieblingscaps. Die nehme ich eigentlich immer, wenn ich irgendwas mache. Gut, aber das ist jetzt im Moment egal. Ich hätte gerne einfach nur den Amp hier, genauso wie er hier klingt. Channel, Copy Current Channel to Clipboard. Und wir gehen wieder auf unser Preset 415. Gehen auf Amp. Diesmal brauchen wir Channel D. Und machen hier Paste Clipboard to Current Channel. Und haben unseren Soldano. Oh, Mist. Da habe ich versehentlich die Scene 6 überschrieben, aber das ist kein Problem. Wir gehen einfach zurück aufs C. Das war der Plexi 100 Watt Jump und wählen die nächste Scene aus. Na, das passiert manchmal. Da musst du halt nochmal machen. Ne? Ist ja schon eine komplexe Angelegenheit, was wir hier veranstalten. So, hier den nennen wir aber jetzt Solo. Dry für trocken, ohne Delay. Und wählen hier D aus. Das hat er sich ja gespeichert. Und haben hier unseren Soldano. Auf. Wunderbar. Und das Einzige, was ich jetzt gerne noch hätte, ich kopiere das jetzt mal auf die Scene 8. Ich hätte genau den gern noch mit Delay auf Scene 8. Fertig. Wählen wir Scene 8 und schalten einfach das Delay an. Machen wir hier das Tempo noch auf 90. Und speichere das Ganze ab. So, das ist unser Live-Sound. Es fehlt noch eine Sache. Und zwar musst du natürlich jetzt die Lautstärken so abgleichen, dass die auch Sinn machen. Ein Solo-Sound ist lauter als ein Rhythmus-Sound. Und das geht am besten, wenn du dir das Output hier vorknöpfst und dann kannst du die einzelnen Scenes im Level bestimmen. Ich würde dir empfehlen, eher die leisen Sounds leiser zu machen, als die anderen lauter, weil sonst hast du intern eventuell Übersteuerungen drin. Also wenn du jetzt hier zum Beispiel sagst, okay, die Clean Sounds sollen alle minus 4 dB ungefähr, außer dem Effekt, der ist ein bisschen lauter, dann haben wir hier die Crunch Sounds, machen wir eigentlich auch alle leiser, ja? Der Rockrhythmus ist ein bisschen lauter und der letzte Solo-Sound, den machen wir mal plus 2 dB. Das musst du abstimmen und am besten, ich empfehle dir, das Ganze in der Band zu machen. Ja? Und wenn du jetzt hier guckst, wenn wir jetzt die Scenes rumschalten und du guckst dir hier Out an, mal hier den Level, müsstest du, ah ne, das wird ja nur hier angezeigt, okay, vielleicht mit dem Mixer nochmal. Ne, das wird nur in der hier angezeigt. Ja, das ist dann automatisch so eingestellt. Und du hörst aber auch, dass jetzt auf Nummer 2, dass sofort der Klang weg ist, wenn ich das hier... Okay? Also das musst du noch machen und dann sind wir fertig damit. Ich mache die jetzt mal alle nochmal auf 0. Das geht normal mit Doppelklick, aber ich mache es gerade so ungefähr, das reicht. So. Und jetzt hören wir uns die ganzen Scenes mal an, nacheinander. Erst abspeichern. Abspeichern. So, Clean Standard. Clean Chorus. Clean Standard Chorus und Delay. Crunch, Rhythm. Und Chorus. Rock, Rhythm. Solo. Solo mit Delay. Fertig.
eine Sache wollte ich doch noch zeigen hier. Ah, genau. Ich habe diese Sounds so programmiert, du wunderst dich vielleicht, dass du jetzt hier Graphic EQs hast, zwei Stück, die nie an sind, und ein Out 2, der auch aus ist. Sage ich dir warum. Ich und viele andere Gitarristen spielen gerne live mit einer echten Gitarrenbox. Das ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, Gitarristen sind eigentlich sehr rückständig. Viel sinnvoller wäre es mit einer FR-FR, also Full Range Flat Response Box zu spielen, mit dieser Matrix hier. Habe ich auch, mache ich auch manchmal. Aber irgendwie kann ich mich nicht trennen von der Mesa Boogie Box hinten. Das ist ein bisschen nostalgisch, keine Ahnung. Jedenfalls, um die zu benutzen, musst du natürlich vor der Speaker-Simulation, die ja so eine Box simuliert, rausgehen in einen Output, wo ich dann eine Endstufe anschließe. Hier diese Matrix GT1000FX heißt die, glaube ich. Ja, genau, 1000FX. Die verstärkt das Signal und macht das in die Gitarrenbox. Und darüber höre ich meinen Live-Sound. Und das geht hier parallel raus und der Cap hier an Out 1 geht in die PA. Genau. Dafür ist es da. Und die Graphic EQs sind dafür da, um das Ganze anzugleichen. A, jeder Raum ist verschieden und da kannst du schnell angleichen. Das ist eine sehr gute Sache. Graphic EQ kannst du sehr schnell verstellen, im Gegensatz zu einem parametrischen EQ. Und du musst ein bisschen angleichen. Es führt leider kein Weg dran vorbei, weil die Simulation klingt immer anders als die echte Box ein bisschen. Ja, weil da ja ein Mikro vorne dran ist und das ist auch, also du brauchst es, glaub mir es. Und der Graphic EQ hier ist auch, um anzugleichen, falls der Mixer sagt, mach mal ein bisschen Bass raus oder irgendwas. Ja, den kann man auch jederzeit anschalten und das geht auch ziemlich einfach am Gerät. Okay, also dafür ist das da, nur damit ich es gesagt habe. Gut, das war es jetzt zu diesem Tutorial. Wenn du Fragen hast, einfach unten stellen. Wenn es dir gefallen hat, Daumen hoch und abonniere den Channel von G66. Würde mich sehr freuen und das Glöckchen drücken, damit du über alle neuen Videos informiert wirst. Bis dahin, mach's gut und tschüss.